Ein Blick in die Küchenschubladen oder Regale zeigt fast immer und überall dasselbe. Oftmals muss es sehr schnell gehen, dann wird dann nur reingeworfen. Darf ich mal reingucken? Gerne. Es ist zugegebenermaßen ein bisschen unübersichtlich. Richtig? Ne? Jawohl. Zu viele Dinge, zu wenig Ordnung. Aber das lässt sich ändern. Oh, sehr schön. Wow. Doch welche Behälter und Boxen sind die richtigen, um Ordnung ins Küchenchaos zu bringen? Da, Wassertropfen. Also ein paar Tropfen habe ich jetzt gerade hier. Oft sind es kleine Tricks, mit denen sich vieles besser aufbewahren lässt. Und zwar ist das so ein Ding, was man hier reinpacken kann, um noch mal so ein bisschen Platz zu nutzen. Wo und wie lässt sich jede Menge Platz sparen? Wir sagen der Unordnung den Kampf an. Preiswert, nützlich, gut. Endlich Ordnung in der Küche. So eine Ordnung hier in den Topfschubladen. Ich bin schwer beeindruckt. Ordnung ist mein liebster Kochpartner. Ja, da macht Kochen auch definitiv mehr Spaß. Absolut. Und man muss ja sagen, diese Küche sieht wirklich perfekt aus. So sieht es wahrscheinlich bei den wenigsten aus, bei mir auch nicht. Vor allem in den Schubladen. Wie hält man Ordnung in der Küche? Mit welchen Systemen? Ohne, dass man sich gleich eine komplett neue Küche kauft. Das will auch Tanja wissen. Und zu der fahre ich jetzt hin. Es geht nach Nürnberg. Dort lebt die alleinerziehende Tanja. Vor 4 Jahren zog sie mit ihren Kindern aus Oberschwaben hierher. Ich bin Tanja, ich bin 52 Jahre alt, ich bin Mama von 3 Kindern. Ich wohne hier jetzt noch mit 2 von 3 Kindern. Und das sind Tochter Nina und Sohn Nick. Der älteste Sohn Nils und Tanjas Lebenspartner Bernd sind häufig zu Besuch. Also ich wünsche mir eine Ordnung zu haben, die auch im Alltag standhält, wo einfach jeder sich daran halten kann, die ziemlich einfach ist, wo man nicht irgendwie kompliziert oder aufwendig hier erhalten muss. Das sollte doch zu schaffen sein, oder? Erste Bestandsaufnahme in der Küche. Hier wäre mein Reich. Das ist meine Küche. Ist schön, aber nicht gerade geräumig, muss man jetzt dazu sagen. Kann schon eng werden hier, wenn wir dann zu dritt stehen. Was nervt dich am meisten? Die Unordnung. Also oftmals muss es sehr schnell gehen. Ne? Immer einen Zeitdruck irgendwie. Und dann wird dann nur reingeworfen. Darf ich mal reingucken? Gerne, bitte. Okay, Reporterin Hendrike erkennt schnell, wo das Problem liegt. Kleberollen? Genau. Oder Sekt? Korken, ja. Verschluss. Weißt du, dass diese Sachen hier drin sind oder ist das jetzt so? Also so ganz grob weiß ich schon, dass es da drin ist, ja. Und auch Scheren. Aber es ist zugegebenermaßen ein bisschen unübersichtlich. Richtig, ne? Jawohl. Der Fall ist klar. Optimierungsbedarf. Egal, wo man hinschaut. Huch, was ist denn? Was ist das hier? Ein Müllbeutel? Der Müllbeutel, ja genau. Da hängt man der Bequemlichkeit halber hierher. Der Bequemlichkeit, hast du hier keinen? Doch, da hat man doch normalerweise ja, Müll, ja, der oder? Ist auch voll. Da ist doch ein Mülleimer. Aber voll. Denn hier lagern, Überraschung, Tanjas Putzutensilien. Okay, also das ist ja auch unpraktisch hier, ne? Dass absolut. Man den, ja, den nicht Müll, schön und unpraktisch. Nicht schön und unpraktisch. Genau. Auch da brauchen wir ein neues System. Ja. Über die Jahre haben sich jede Menge Geräte angesammelt. Eigentlich viel zu viele für die kleine Küche. Darf ich mal in die Schublade reinschauen? Na klar, sicher. Macht ja Spaß, so in fremden Küchen so ein bisschen zu gucken und dann auch kritisch zu sein. Hier sind sehr viele Plastikschalen drin. Aus Jahrzehnten gesammelt. Tja, die meisten dieser Becher und Behälter haben ihre besten Jahre wohl hinter sich. Und auch hier, in der Gerümpelecke, gibt's einiges zu tun. Dann ziehen wir mal Bilanz. Mehr Stauraum, ja. Neue Boxen, ein Ordnungssystem und eine bessere Lösung für diese Ecke. Richtig, hier. Ja, genau. Wie viel kannst du dafür investieren? So 300, 400. Wenn das irgendwie möglich wäre, wäre klasse. Probieren wir. Probieren wir. Erste Station, eine Showküche in der Nähe von Stuttgart. Hier wollen sich die beiden erstmal inspirieren lassen. Sehen, wie es auch anders geht. Der Küchenprofi wartet schon. Ich bin Eberhard Braun. Ich gehe in Privathaushalte oder in Küchenstudios, so wie hier in Fellbach, und gebe Kochkurse.
Ordnung ist für mich natürlich das Allerwichtigste, denn wenn ich in fremde Küchen komme, dann muss ich mich zurechtfinden in einer gewissen Zeit. Denn hier hat alles seinen Platz. Sieht man sofort. Wie schaffst du das, Ordnung zu halten? Ein bisschen nach dem Prinzip, dass ich wie daheim den Schlüssel immer an die gleichen Stelle lege, dass ich den immer gleich finde. Und so mache ich es in der Küche auf. Da habe ich so ein System. Ein Blick in die Schubladen verrät es bereits. Alles hat System. Etwa dank solcher Trennhilfen. Sowas lässt sich übrigens bei jedem zu Hause schnell und einfach nachrüsten. Wo sind deine Deckel? Die habe ich ganz unten drin, hier auf der Seite. Und da sind auch die Töpfe, die ich nicht so oft brauche, die auch schwer sind. Und dadurch erspart man sich viel Chaos, oder? Und viel Lärm. Und viel Lärm. Das ist mal sehr schlau organisiert, oder Tanja? Absolut. Und vor allem so am Rand, da stören die überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Ein Tipp für zu Hause. Statt Gewackel schaffen sogenannte Stapelhilfen mehr Struktur. Gibt's aber etwa 3 Euro im Möbelhaus. Und schon für 4 Euro gibt es solche Haltestangen für Deckel. So, und jetzt kommt die Schublade, wo die Magie drin steckt. Gewürze. Sehr schön. Ist ordentlich. Ich sehe auf den ersten Blick erstmal nach Farben, wo meine Kräuter sind. Einmal hier Paprika, also die roten Geschichten. Dann natürlich Grünen wie Oregano, Majoran, Basilikum. Der Curry fällt mir ins Auge. Du siehst, das schaut jetzt übersichtlich aus. Aber mit den Gewürzen arbeite ich am meisten. Okay. Stark. Und gleich unten drunter, da geht es auch weiter. Das sind die Dinge, die ich auch oft brauche. Ich habe die in Gläsern, sodass ich auch gleich erkenne, wo was ist. Dicht verschlossen sind die vor Feuchtigkeit und Schädlingen geschützt. Ein Tipp: Natürlich müssen Vorratsgläser nicht immer neu sein. Wer möchte, sammelt einfach schöne Gläser von gekauften Lebensmitteln. Und das sind meine absoluten Lieblingsgläser. Die sind quadratisch, das heißt, ich bringe da wirklich viele nebeneinander. Der Profi rät übrigens, mit eckigen Behältnissen lässt sich bis zu 20% Stauraum gewinnen. Gibt es noch irgendwelche Tipps und Kniffe, die du uns verraten könntest, die Tanja helfen, ihre Küche ein bisschen leichter auch in Ordnung zu halten? Das sagt der Profi. So, muss ich mich ganz kurz hier. Und auf das bin ich ganz besonders stolz. Denn hier sind die Dinge, die man so zum Kaffee oder zum Tee braucht. Deswegen habe ich hier den Drehteller mit all den Dingen, die ich brauche. Und das könnte ich auch hier oben platzieren und komme dann auch an die hinteren Geschichten. Für den schnellen Überblick gilt, Geschirr in Reihen anordnen. So ist sofort klar, was im Schrank dahinter steht. Tanja, Inspiration hast du jetzt, glaube ich, genug, ne? Dann schauen wir jetzt mal, was du dir davon leisten möchtest und gehen ein bisschen einkaufen. In Nürnberg besuchen die beiden ein Haushaltswarengeschäft. Tanja will sich dort nach neuen Frischhaltedosen umschauen. Von ihren alten sind viele verschlissen. Ihr Wunsch? Ein Alleskönner, dem weder Spülmaschine noch Gefrierfach etwas anhaben können. Hey, 32,90. 33 Euro kostet das. Oh, ja. Das kleine Ding. Ja. Was kann das? Das weiß sie, Fachverkäuferin Melissa Rotemund. Sie kennt hier jedes Modell. Hallo, weiterhelfen. Ja, ich habe mir gerade diese Dose angeschaut und ich habe mich über den Preis gewundert. 33 Euro. Sie können in der Dose einfrieren, Sie können erwärmen, Sie können es in den Backofen tun. Sie wäre auslaufsicher für unterwegs zum Beispiel, ist eigentlich unverwüstbar. Und dann kann ich also auch in die Mikrowelle. Eigentlich ist ja Metall, ich meine, irgendwie verstehe ich es nicht ganz. Genau, die Dose wäre jetzt unter anderem Mikrowellen geeignet durch eine spezielle Legierung, lässt die Strahlen von der Mikrowelle in dem Moment nicht agieren. Gibt es noch Alternativen, die etwas günstiger sind und auch in guter Qualität? Wir hätten verschiedene Alternativen da. Ja, würden Sie mir die zeigen? Ja. Die Metalldose ist Tanja einfach zu teuer. Sie sucht etwas in der Größe von 1 Liter, damit eine ganze Mahlzeit hineinpasst. Der Unterschied zwischen der Edelstahldose und der Glasdose jetzt zum Beispiel wäre der, die Glasdose ist allgemein ein bisschen schwerer vom Gewicht her. Oh ja. Ist nicht so robust wie die Edelstahldose. Okay. Geht aber auch für die Mikrowelle, Gefrierschrank, Ofen. Der Glasbehälter sieht zwar schick aus, ist jedoch ganz schön schwer und mit 14,50 Euro nicht gerade günstig. Die nächste Alternative wäre dann die Kunststoffdose. Wäre auch wieder für die Mikrowelle geeignet, allerdings ohne Deckel. Die kommen alle ohne Deckel in die Mikrowelle? Ja. Weil hier Kunststoff dran ist? Genau, kann sich verbiegen in der Mikrowelle.
Deswegen entweder den Deckel schräg auflegen oder komplett runternehmen. Ob Frischhaltedosen Mikrowellen geeignet sind, erkennt man am Wellensymbol. Eine Schneeflocke steht, klar, für tiefkühl geeignet. Schwierig wird's für Verbraucher beim Thema Spülmaschine. Es gibt keine Vorgabe für Symbol. Jeder Hersteller macht es anders. Spülmaschinen geeignet, muss ich jetzt noch mal nachfragen. Es gibt Spülmaschinen geeignet und Spülmaschinen fest. Spülmaschinen fest heißt, es kann in die Spülmaschine, es passiert nichts. Spülmaschinen geeignet heißt, es geht rein, kann aber was passieren. Mhm. Im Moment zieht dann der Hersteller die Differenz und sagt dann, ich habe draufgeschrieben, Spülmaschinen geeignet. Wenn es kaputt ist, ist es ihr Verschulden. Alle Kunststoffmodelle versprechen, dass sie Gefrier- und Mikrowellen geeignet sind, sowie Spülmaschinen fest. Der Vorteil von Kunststoffdosen? Sie sind sehr leicht und günstig. Praktisch für unterwegs. Genau das Richtige für Tanja. Was meinst du, Tanja? Preislich super. 9 Euro? 9 Euro kann man nichts sagen. Optisch sehr, sehr, sehr hübsch. Das Modell für 8,99 Euro von Mepal möchte Tanja zu Hause ausprobieren. Die Dose hat 1 Liter Fassungsvermögen, perfekt fürs Mittagessen. Sie wiegt 230 Gramm. Der Deckel hat ein Sichtfenster. Wichtig für Tanja? Laut Hersteller ist sie auslaufsicher. Die nächste Dose ist mit etwa 6 Euro deutlich günstiger. Das wäre jetzt die einfachste. Wäre auch wieder auslaufsicher. Ja? Die ist auslaufsicher? Die ist auslaufsicher, ja. Den Braten traue ich nicht. Können wir ausprobieren? Ja, das würde ich gerne mal sehen. Ja? Ja. Okay, dann einen Moment. Gesagt, getan. Schnell wird die Dose befüllt. Hält das Modell, was es verspricht? So, da haben wir jetzt Wasser drin. Jawohl. Jetzt bin ich gespannt. Dankeschön. Und Hendrike wagt den Handtaschentest. Simuliert, was mit einer Dose unterwegs passieren könnte. Unfassbar. Stark, oder? Ehrlich? Scheint dicht zu sein. Doch dann. Da, da, Wassertropfen. Da, also ein paar Tropfen habe ich jetzt gerade, ja, hier. Also dann, aber wie gesagt, die ist auslaufsicher, normalerweise. Normalerweise, da haben wir keine Probleme. Ja, vielleicht, weil ich sie in der Hand hatte. Ich hab Glück mit sowas. Tatsächlich gilt es beim Schließen der Frischhaltedosen auf etwas zu achten. Was genau und wie stabil die Dosen unter Laborbedingungen sind, erfahren wir später. Von Tanja bekommt das Modell, weil der günstige Preis überzeugt, trotzdem eine Chance. Sie will es im Alltag testen. Für 5,99 Euro fasst die Frischhaltedose von Emsa 1 Liter und wiegt dabei nur 160 Gramm. Aufs Produkt gibt es ganze 30 Jahre Garantie. Laut Hersteller ist sie auslaufsicher. Aus einem Schnäppchenladen kommt noch ein günstiges Modell dazu. Gerade mal 1,19 Euro kostet die Dose von Excellent Houseware. Sie fasst 1,1 Liter und wiegt gerade mal 112 Gramm. Geschlossen wird dieses Modell mit einem Vierfach-Laschenklemmverschluss. Die ersten Anschaffungen sind gemacht, aber Tanja weiß natürlich noch nicht, wie sie ihre Küche neu strukturieren kann. Dafür habe ich einen Profi engagiert. Sie wird Tanja ein bisschen unter die Arme greifen und ein bisschen unterstützen. Und wenn ich zurück bin, bin ich sehr gespannt, wie deine Küche aussehen wird, Tanja. Doch zunächst testet Tanja ihre neuen Frischhaltedosen im Alltag. So, ich werde mir jetzt etwas zu essen mitnehmen von meiner Suppe, die ich gekocht habe. Tanja ist tagsüber viel unterwegs. Abends erledigt dann die Spülmaschine den Abwasch. So, jetzt habe ich die verschiedenen Dosen in der Spülmaschine gehabt und stelle fest, Schüssel 1 ist in Ordnung, Schüssel 2 bekommt der Deckel Wellen, also richtige, richtige Welle. Und Schüssel 3 ist noch plan. Aber das hier, die hat nachher so einen Wellengang hier, das geht gar nicht. Die Qualitätsunterschiede der Frischhaltedosen lassen wir später noch genauer untersuchen. Denn jetzt bekommt Tanja erstmal tatkräftige Unterstützung bei der Entrümpelung ihrer Küche. Ich bin Denise Köhün und seit 11 Jahren bin ich als Fräulein Ordnung unterwegs. Ich helfe Menschen, schöner zu wohnen und sich von unnötigem Ballast zu befreien. Den meisten Menschen fehlt eine gewisse Struktur in der Küche. Sie haben die Dinge nicht sinnvoll einsortiert und gruppiert. Und genau da möchte ich Tanja heute helfen.
In ihrer großen Tasche hält Denise einige Überraschungen für Tanja bereit. Welche das sind, werden wir gleich sehen. Doch erstmal heißt es Lagebesprechung. Ich würde gerne in alle Schränke einmal reingucken. Bitte schön. Dass ich einen Überblick bekomme, wo du was ungefähr hast. Mhm. Backzutaten, Tee, aber auch Suppen. Ja, genau. Okay. Richtig. Und leere Kartons. Du lachst. Alle, die mich rufen, haben solche Probleme, dass meistens zu viele Sachen drin sind, keine Struktur, die Sachen oft auch nicht thematisch zusammenpassen und wertvoller Platz verloren geht. So ein Aufräumcoach ist nicht gerade billig. Rund 80 Euro verlangt Denise pro Stunde. Eine Investition, die sich allerdings auszahlt, wie wir noch sehen werden. Die Ordnung soll dir ja das Leben erleichtern. Ja. Das ist der einzige Auftrag von Ordnung, dass wir ein schönes, entspanntes Leben haben. Mhm. So, was hast du hier? Oh, Raclette-Grill. Den brauchst du wahrscheinlich einmal im Jahr. Richtig. Und dann steht er hier wieder bis zum nächsten Mal. Okay, das muss auf jeden Fall geändert werden, weil der nimmt ja wertvollen Platz hier in Anspruch. Ja. Hast du einen Kellerraum, einen Abstellraum? Mhm, habe ich. Also das ist definitiv etwas, was nicht in der Küche aufbewahrt werden sollte. So wie man ja auch keine Skischuhe in den Kleiderschrank stellen würde, wenn man einmal im Jahr Skifahren würde. Okay. Denise schlägt Tanja ein System mit drei Kategorien vor. Behalten, verschenken, wegwerfen. Für letztere Körbe bereitstellen. So, erstmal Platz zum Sortieren schaffen. Dann systematisch von einer Seite zur anderen durcharbeiten. Immer alles erst einmal ausräumen, Überblick verschaffen. Das ist eigentlich das A und O. Und es ist egal, ob es ein Küchenschrank ist oder der Kleiderschrank. Und vor allem nicht entmutigen lassen, denn am Anfang entsteht erst einmal mehr statt weniger Chaos. Ich bin kein Fan davon, Lebensmittel wegzuwerfen, überhaupt nicht. Aber wir machen jetzt mal Tabula Rasa. Du musst dich auch nicht schämen dafür, weil diesen Fall, den finde ich immer, wenn ich Küchen sortiere. Klar, das kennt fast jeder. Zwischen all den neueren Lebensmitteln finden sich immer wieder Artikel, die wirklich längst abgelaufen sind. Also, weg damit. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, sortiert Denise jetzt alles nach Themenbereichen neu ein. Wenn möglich, ohne Außenverpackung. So hat man mehr Übersicht. Ordnung ist nämlich immer wie so ein 100.000-Teile-Puzzle. Einige Sachen finden sofort ihren Platz und bleiben dann da. Und andere Sachen müssen dann doch noch mal ein paar Mal wandern. Alles klar, aber sieht super aus. Die erste Station ist geschafft. Weiter geht's mit den Gewürzen. Was tun? Denise hat eine Idee und zum Glück ihre große Tasche dabei. Lass mich mal ganz kurz was schauen. Ich habe nämlich hier ein Gewürzregal. Wir können mal gucken, ob das hier für dich Sinn macht. Wenn wir das da reinstellen, dann kann man das nämlich ein bisschen stapeln. Ich muss gucken. Ja, guck mal. Das passt. Sehr schön. Dann kriegt man einfach auch ein bisschen mehr unter. Sowas lässt sich übrigens für knapp 18 Euro auch in anderen Schränken befestigen. Das gefällt mir richtig gut. Weiter geht's zu den Regalen. Hier sortiert Ordnungscoach Denise nach dem Prinzip Gleiches zu Gleichem. So bekommen alle Dinge einen neuen, festen Platz. Tanja hat gut 40 Euro in neue Vorratsdosen investiert. Die haben jetzt ihren Auftritt. Mutti Superfoods. Stimmt, Tanja ernährt sich sehr gesund. Und ihre Produkte bekommen jetzt nicht nur einen neuen Platz, sondern werden auch entsprechend beschriftet. Was täglich in Gebrauch ist, sollte auf Augenhöhe und leicht griffbereit sein. Das sind jetzt deine Dosen für deine Sachen. Und deswegen würde ich die gerne erstmal da hinstellen. Okay. Und das ist wieder die optische Ordnung. Es ist alles aus einem Guss. Ja. Und du überlegst dir in Zukunft, was passt einfach dann dazu. Sehr schön. Läuft.
Während Tanjas Küche weiter entrümpelt wird, ist Hendrike unterwegs ins baden-württembergische Appenweier. Es gibt da ja so ein Thema in der Küche, das betrifft ganz viele, ist ein bisschen ekelig, deswegen spricht keiner so richtig gerne drüber. Ich bin jetzt mit einer Expertin verabredet, um mir dazu ein paar Tipps zu holen. Wenn sie gerufen wird, herrscht meistens Vollalarm. Bereits in der vierten Generation macht Anja Glaser ihren Job. Scheint also ziemlich krisensicher zu sein. Sie beschäftigen sich beruflich mit einem Thema, mit dem sich viele Leute nicht so gerne beschäftigen, ne? Viele haben ja so ein bisschen Angst vor Krabbeltieren oder finden das irgendwie eklig. Für mich ist das ganz normal, das gehört zu meinem Berufsalltag dazu. Und ich helfe den Kunden, eben ihre Problemchen loszuwerden. Eines dieser Problemchen ist die Lebensmittelmotte. In Haushalten kommt vor allem die sogenannte Dörrobstmotte vor. Das habe ich auch schon gehabt, dass sich hier so ein Knubbel gebildet hat. Ne? Genau, und vor allem oben am Deckel sieht man auch, dass da so ein Gespinst hängt. Also das deutet auf den Befall von Motten hin, weil sich die Motten meistens in so einem Paniermehl oder in so stärkehaltigen Sachen entwickeln. Und dann eben ganz typisch oben sind solche Gespinstfäden, wo die Larven sich dann verpuppen irgendwann. Wenn Motten Lebensmittel befallen und verunreinigen, kann das auch für uns Menschen unangenehm werden. Magen-Darm-Erkrankungen, Allergien und Hautprobleme oder die Verbreitung von Pilzen und Milben können mögliche Folgen sein. Das heißt, so Dörrobstmotten, kann man sagen, dass sie in jedem Haushalt mal vorkommen? Ja, ist ganz normal, hat auch nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie eklig ist oder nicht gut auf seine Vorräte achtet. Die schleppt man sich einfach ein. Im Sommer ganz schnell hat man die mit Grießbrei zum Beispiel oder auch mit Tierfutter. Muss ich dann nur dieses Paniermehl wegwerfen oder befällt das relativ schnell auch den ganzen Vorratsschrank? Da kommt es ein bisschen drauf an, dass man alle Sachen durchsucht und wirklich alle Sachen, die man hat, umdreht und einfach schaut, ob man hier irgendwo ein Gespinst drin hat. Was auch manchmal darauf hindeutet, ist, wenn an der Verpackung solche kleine Löchelchen drin sind. Also Motten können sich auch durch dünnes Plastik durchfressen. Ach, die fressen sich da durch? Teilweise, ja. Das heißt, so eine Packung ist gar kein Schutz im Schrank? Nicht unbedingt. Deswegen immer umfüllen in so richtig gute Vorratsdosen. Am besten halt solche klaren, dass man sie halt direkt erkennen kann, wenn was drin flattert. Luftdicht verschlossen passiert eigentlich selten etwas. Trotzdem rät die Schädlingsbekämpferin, alle Vorräte in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren. Befallene Vorräte müssen in die Mülltonne, also schnell nach draußen damit. Was natürlich noch ganz gut ist, sind hier einmal diese Mottenklebeflächen. Da ist jetzt auch eine drauf, eine Dörrobstmotte. Da muss man wissen, das fängt nur die männlichen Motten. Denn diese Klebeflächen sind mit einem Sexuallockduft behaftet. Durch den werden die männlichen Motten angelockt und so eine weitere Fortpflanzung verhindert. Und dann gibt es ja noch diese kleinen, nervigen Tierchen. Es gibt ja noch so ein anderes Problem, das kennt, glaube ich, jeder. Das sind diese Fruchtfliegen, die man auch so schlecht wieder los wird, ne? Ja, die schleppt man sich genauso auch wie die Motten ganz oft gern ein. In sehr reifem Obst, teilweise auch Obst, was vielleicht schon eine kleine Beschädigung hat, wo schon leicht sauer ist und wo faulig riecht. Was hilft? Die Obstschale einfach mit einer Fliegenhaube abdecken. Nicht schön, aber hilfreich. Sehr reifes Obst sollte in den Kühlschrank. Bei Temperaturen unter 10 Grad schlüpfen keine neuen Fruchtfliegen. Sollten sie sich allerdings schon ausgebreitet haben, hilft eine Obstfliegenfalle. Die lässt sich schnell und einfach selber bauen. Apfelsaft mit einem Schuss Essig verrühren. Danach etwas Spülmittel dazu. Frischhaltefolie darüber spannen und zack, ein paar Löcher reinstechen. So finden die Obstfliegen zwar ihren Weg in die Falle hinein, aber nicht mehr heraus. Selbstgebastelte Falle, die schnell funktioniert, günstig und einfach, ne? Genau. Ja, jetzt habe ich gelernt, wie wichtig Vorratsdosen sind und dass man vieles in der Küche einfach selber machen kann. Da braucht man nicht immer einen professionellen Schädlingsbekämpfer. Frau Glaser, danke schön für die Tipps. Gerne. Alles klar. Tschüss. Zurück zur Küchenentrümpelung bei Exilschwäbin Tanja in Nürnberg. Dort geht es jetzt um die zahllosen Frischhaltedosen und Deckel. Du musst entscheiden, was brauchst du davon? Das, was du nicht brauchst, kommt dann gleich wieder in den Wäschekorb. Das hast du ja schon als Deckelbehälter genommen. Dann können wir das auch weiternehmen, oder? Ja. Aber das kommt nicht so da rein. Ich bin jetzt ganz gemein. Du musst alles einmal in die Hand nehmen. Okay. Klar, das ist nervig. Aber nur so bekommt Tanja ein Gefühl dafür, was sie überhaupt alles hat.
und merkt, was defekt oder unvollständig ist. Und wenn du das alle halbe Jahre machst, weißt du auch irgendwann, okay, dieser Deckel, den hatte ich letztes Mal schon in der Hand. Den habe ich seitdem nicht wieder benutzt. Da fehlt definitiv die Dose. Ja, und weg damit. Dann kannst du es wegpacken. Richtig. Genau. Der nächste Streich, der Vorratsschrank. Etwas chaotisch eingeräumt wie hier, werden Lebensmittel schnell in den hinteren Ecken vergessen. Also gilt, alles auf Anfang. Ich hätte gerne als erstes die Dosen, ganz egal welche. Bitteschön. Das geht. Super, danke. Ich will am laufenden Band. Das war's, glaube ich, mit den Dosen. Dann nehme ich die großen Gläser. Okay, weiter geht's. Bei Produkten, die doppelt vorhanden sind, empfiehlt Küchencoach Denise, das Produkt, das zuerst abläuft, immer nach vorne stellen. So, liebe Tanja, ich habe mir was dabei gedacht. Meine Intention ist es immer, einen Schrank so einzuräumen, als wäre es ein Ausstellungsstück. Wie also in einem Geschäft, du gehst mittags an deinen Schrank und suchst dir das raus und findest sofort, was du brauchst. Vorher wildes Durcheinander, nachher Übersicht. Vorher ziemliches Chaos, nachher Klarheit, wo was steht. Ich hoffe, dass das eine gute Basis für dich ist. Und ganz wichtig, wenn du jetzt was Neues kaufst, versuch es auch wirklich wieder dahin zu packen, wo es thematisch Sinn macht. Sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich erkenne wieder, was ich habe. Super. Genau. Als nächstes hat Tanja einen ganz besonderen Wunsch. Der Mülleimer soll wieder seine alte Funktion bekommen. Ich habe auch hier noch mal ein Ordnungsgadget mitgebracht. Wir gucken mal, wie dir das gefällt. Schon für knapp 14 Euro gibt es einen solchen Hängekorb. Und zwar ist das so ein Ding, dass man hier reinhaken kann, um noch mal so ein bisschen Platz zu nutzen. Okay. Und wenn wir hier zum Beispiel die ganzen Sachen reinlegen, die hier in dem Mülleimer drin sind, dann könnte man den Mülleimer nutzen. So, und dann... Oh! Das ist sehr schade. Das ist zu breit. Ja. Aber da siehst du, dass es Möglichkeiten gibt. Klar, da findet sich auch noch ein schmaleres Modell für Tanja. Also vom Prinzip her super, finde ich gerade für die Schwämme optimal. Aber man muss echt gucken, dass das passt nachher. Da kann man sich echt täuschen. Und so wandern die Schwämme erstmal wieder zurück in den Mülleimer. Und was passiert mit den Arbeitsflächen in der Küche? Dort stehen jede Menge Küchengeräte. Platz gäbe es zwar noch in der Gerümpelecke, aber ist das schön? Ich habe hier was vorbereitet. Mal als Idee, wie sowas aussehen könnte, wenn man da den Bereich nutzen würde. Noch mit einem Regal. Vor ihrem Besuch bei Tanja bekam Denise die Maße und Fotos der Küche. Daraus wurde eine 3D-Animation erstellt, die sie Tanja jetzt zeigt. So könnte ihre Küche auch aussehen. Und? Gefällt's? Grundsätzlich finde ich es super. Ich wollte schon immer eine Sitzgelegenheit da wieder haben. Mit dem Regal, ja, ich meine, die Mikrowelle ist kein Highlight mehr. Die könnte man dann da gut in dem Regal verstauen. Genau, das soll ja auch wirklich nur so eine Anregung sein, weil da kann man bestimmt noch ein bisschen was rausholen aus der Küche. Aber das, was wir jetzt heute geschafft haben, ist, glaube ich, auch schon viel wert. Und das ist ja eigentlich auch so das Ziel, dass du jetzt mit Freude weitermachst. Ja, absolut. Nach 5 Stunden harter Aufräumarbeit ist erstmal Schluss. Jetzt dürfen Tanjas Kinder und Partner Bernd die Küche begutachten. Kommen Sie mit der neuen Ordnung klar? Zur Erinnerung, vorher sah die Schublade so aus. Und auch darunter gibt's jetzt viel mehr Platz. Weil Geräte wie der Raclette-Grill ausgelagert wurden. Vermisst jemand das kreative Chaos? Könnte ja sein. Ich mag's, wenn nicht so viel rumsteht. Ich find's so auch um einiges besser.
Es hat deutlich mehr System. Wenn sowas auf den ersten Blick ordentlich ist, dann hält man es auch eher ordentlich. Es wird nicht einfach, die Ordnung beizubehalten. Es gibt auf jeden Fall eine Umgewöhnungsphase und man muss dranbleiben, ja. Und Tanja bleibt dran. Tatsächlich macht sie sich mit ihrem Lebenspartner und einem Freund an die Gerümpelecke. Was muss bleiben? Was kann weg? Gerade bei Erinnerungsstücken fällt die Entscheidung schwer. Es sind immer so schön, die Karten, ne? Aber keine Ahnung, bin gerade überfordert. Jetzt bräuchte ich die Denise. Ach was, Tanja, du schaffst das. Im Internet hat sich Tanja ein gebrauchtes Regal für 25 Euro gekauft. Für ein neues hätte sie mehr als das Doppelte gezahlt. Jetzt heißt es, schön montieren. Die letzte Schraube. Und oh, fertig. Yes. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Und auch Partner Bernd und Freund Bernhard packen kräftig mit an. Schließlich soll es hier demnächst ganz anders aussehen. Weil der Platz in der Küche sehr, sehr knapp ist, hat sich Tanja für die neue Sitzecke im Baumarkt eine Arbeitsplatte nach Maß zuschneiden lassen. Und sie passt perfekt. Verschrauben den Tisch mit dem Fuß und müssen den noch in die Waage bringen. Na dann, zum Glück sind beide Männer gute Handwerker. Das Ergebnis jedenfalls kann sich sehen lassen. Da war doch noch was mit den Frischhaltedosen. Richtig. Die will Hendrike jetzt von einem Experten untersuchen lassen. Im Kunststoffinstitut Lüdenscheid. Pascal Denke ist der Projektleiter. Er kennt sich aus mit Kunststoffen aller Art. Sie sind mittendrin hier schon am Testen? Genau, richtig. Wir sind mitten beim Falltest dabei. Wir lassen hier gerade Kugeln auf entsprechend die Frischhaltedosen fallen. Aus 90 cm Höhe fällt die Kugel. Sie wiegt ein halbes Kilo. So wird simuliert, was passiert, wenn eine halbvolle Dose auf den Boden fällt. Kann ja mal vorkommen. Eine Fallhöhe von 90 cm haben wir schon eingestellt. Das ist jetzt standardisiert, wie wenn es runterfällt. Genau, richtig. Nur wir wollen eben eine wiederholbare Situation eben erzeugen. Bin ich gespannt. Ups. Ganz schön geknallt, aber es hat geknallt und die Dose ist eigentlich auch schon hin. Totalschaden für die 1,19 Euro Dose. Hat Sie das jetzt überrascht? Wenn man günstige Produkte hat, versucht man natürlich Material zu sparen, wo es geht. Das heißt, wir haben dünne Wandstärken, wir versuchen die so schnell wie möglich zu verarbeiten. Und da wir noch die transparente Dose hinzufügen, müssen wir das Ganze auch noch ein bisschen beschleunigt abkühlen. Das heißt, der Vorteil für mich als Kunde, das Ding ist durchsichtig, ich sehe, was drin ist, ist ein Nachteil beim Thema Stabilität. Genau. Dann schnappen wir uns jetzt mal das mittelpreisige Modell. Und das kostet 5-mal so viel wie die günstige Dose. Let's go. Nochmal in Zeitlupe. Das Material hat deutlich besser nachgegeben. Und wenn Sie sich das anschauen, ich sehe da nichts. Ist ja auch durchsichtig. Also Sie ist sagen, auch durchsichtig. Man sieht aber, es ist ein bisschen milchiger auf jeden Fall als die alten Teile. Und milchiger ist besser vielleicht? Wenn es milchiger ist, hat es normalerweise ein bisschen länger durchgehärtet bei einer schonenderen Temperatur. Bei der Dose für knapp 9 Euro ist nur der Deckel durchsichtig. Da ist nix. Ich sehe hier nichts. Ich auch nicht. Die Elastizität ist auf jeden Fall ein bisschen weniger, aber eben durch die hohe Wandstärke eine extreme Robustheit. Also, am besten gleich beim Kauf auf Gewicht und Wandstärke achten. Die lässt sich schon im Laden gut vergleichen. Übrigens, auch bei den Wiederholungen der Tests wurden dieselben Ergebnisse erzielt. Als nächstes legen wir noch eine Schippe drauf und steigern den Härtetest. Die Dosen werden jetzt auf minus 20 Grad tiefgekühlt und nicht mehr wie vorher bei Raumtemperatur geprüft. Und?
mein Gott, guck das. Also da hinten ist auf jeden Fall was hingeflogen. Ein glatter Durchschlag. Warum ist das jetzt so viel heftiger? Die Polymerketten, die sind immer so ein bisschen in Schwingung, in Bewegung. Und je kälter die Temperatur wird, desto weniger werden diese Schwingungen halt noch vorhanden sein. Das heißt, das Material wird steifer und fester. Aber hier ist doch hinten eine Schneeflocke drauf. Die ist doch gefriergeeignet. Gefriergeeignet schon. Also das bedeutet, wir können das Teil aus dem Gefrierschrank nehmen und es hat sich nicht verformt. Es ist weiter verwendbar. Wir dürfen es nur niemals fallen lassen. Die sind nicht für diese schlagartigen Belastungen geeignet. Und wie schlägt sich die 6-Euro-Dose? Oh! Boah, nicht ganz ungefährlich, würde ich sagen. Doch warum zersplittert dieses Modell? Das wollen wir vom Hersteller wissen. Der schreibt uns: Bei dem Material der Dose handelt es sich um Polypropylen, welches bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius glasähnliche Eigenschaften annimmt. Demnach können mechanische Belastungen zu Brüchen in dem Material führen, was sich als Materialeigenschaft leider nicht verhindern lässt. Enttäuscht denn wenigstens die 9-Euro-Dose nicht? Einfach wieder abgeprallt, keine Spur zu sehen. Die günstige Dose brach am schnellsten. Die mittelpreisige nur tiefgekühlt. Am stabilsten war bei unserer Stichprobe die teure. Der Test hat gezeigt, Temperaturschwankungen beeinflussen das Material. Deshalb interessiert uns, leidet bei häufigem Gefrieren auch die Auslaufsicherheit? Nach 24 Stunden im Tiefkühler sind diese Dosen wieder auf Raumtemperatur und werden mit Traubensaft befüllt. Taugen sie für unterwegs? Ich fange mal vorsichtig an. Ich renne mal langsam, aber schon das. Und wenn man dann schneller rennt und dann dreht sich die. Oh Gott, nee, die muss ich noch nicht mal drehen. Die ist nicht mehr dicht, also gar nicht. Und das, obwohl die Dose laut Hersteller tiefkühl geeignet sein soll. Also das ist kein gutes Ergebnis, ne? Nein, also dicht sollte es auf jeden Fall sein. Die Tropfen im Rucksack möchte man nicht haben. Weiter geht's mit der mittelpreisigen. Im Geschäft hatte sie beim Wassertest geleckt. Da, Wassertropfen. Also ein paar Tropfen habe ich jetzt gerade, ja, hier. Lag es an der falschen Handhabung oder ist die Dose tatsächlich undicht? Ich werde mal ein bisschen rabiater. Nö, hält. Das muss ich allerdings sagen, im Laden hatten wir Wasser drin und da ist was rausgekommen. Möglicherweise nicht richtig verschlossen. Also jetzt haben wir darauf geachtet, dass auf jeden Fall der Unterdruck entsprechend drin ist. Also man muss schon darauf achten, wenn man das verschließt, dass man hier nochmal gedrückt hält. Genau, Luft dass hier rauslassen. Keine Beule nach oben ist, sondern dass wirklich die Luft draußen ist. Ne? Genau. Prima, schon wieder was gelernt. Die teure Dose hat einen mechanischen Vorteil. Der weiche Deckel umschließt dank Rillen den Rand besonders fest. Alles dicht. Sieger für mich, eindeutig das hochpreisige Produkt. Alleine dadurch, dass wir durch den Deckel eben schon eine leichte mechanische Verbesserung haben. Die dicke Wand, sehr gut, haben wir beim Falltest gesehen. Das mittelpreisige Produkt, immer noch überraschend gut. Die Enttäuschung liegt halt entsprechend auf jeden Fall bei dem geringpreisigen Produkt, was halt sogar nach einer kalten Lagerung über Nacht schon versagt. Fazit: Beim Thema Auslaufsicherheit versagt die günstige Dose. Die mittelpreisige und teure blieben in unserer Stichprobe dicht. Der Hersteller der günstigen Dose wollte uns übrigens auf unsere Nachfrage zu den Laborergebnissen nicht antworten. Ein letztes Mal zurück zu Tanja und ihrer Küche. Vor gut 2 Wochen sah es hier noch so aus. Vollgestellte Oberflächen, wenig Stauraum. Das nenne ich mal einen Vorher-Nachher-Effekt. Das ist ja Hammer, oder? Ich erkenne deine Küche nicht wieder, Tanja. Aufgeräumt und viele Dinge ordentlich verpackt, wirkt die Küche offen und freundlich. Die Arbeitsflächen sind endlich frei. Fürs neue Wohngefühl hat Tanja auch noch gestrichen. Und statt der Gerümpelecke gibt's jetzt eine Sitzecke.
Es ist jetzt endlich ein Platz, auch immer, wo man einfach gemütlich sitzt. Ich kann auch stehen auf die Schnelle, wenn ich jetzt einen Kaffee trinke. Die Kinder sitzen auch echt gerne da und essen schnell was. Ganz, ganz toll. Also das war mir schon immer ein Anliegen und jetzt konnte ich es irgendwie auch realisieren. Ja. Das ist ja echt irre. Und wo hast du den Müll hin? Also schön verteilt hier auf dieses Trennsystem. Die meisten Küchengeräte sind ins Regal umgezogen. Was sagen die Kinder? Na, die sind begeistert. Die halten sich toi 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 so auch daran, das auch wieder wegzuräumen. Tatsächlich? Mhm. Also das hat auch eine pädagogische Wirkung? Also die Kinder räumen ihre Sachen jetzt schneller weg. Wenn die was hier kochen oder machen, dann gucken die, dass hier ordentlich bleibt. Sie wollen das auch so schön haben, die genießen das auch. Einfach diese Ordnung. Früher herrschte hier überall wildes Durcheinander. Mit ein wenig Grundordnung und den richtigen Helfern nutzt Tanja ihren Stauraum jetzt optimal. Hier erinnere ich mich, war nicht der Müll, sondern die Putzmittel in dem. Richtig. Darf ich mal reingucken? Genau. Na, bitte. Schau rein. Oha. Ja, hier hast du aber aufgerüstet. Ja. Hier hast du aber aufgerüstet. Hier habe ich aufgerüstet, genau. Da habe ich tatsächlich was Praktisches gefunden, was eigentlich fürs Bad wäre, aber ideal für hier. Ah, das ist ja echt genial hier. Und dadurch hast du hier noch mehr Stauraum. Dann brauchst du das nicht mehr in den Mülleimer zu tun, wo du jetzt, wie ich sehe, deinen Restmüll drin hast. Ja, richtig. Der Mülleimer ist wieder ein Mülleimer. Bleibt noch die Entscheidung für eine der neuen Frischhaltedosen. Welche soll es werden? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Wozu hast du sie genutzt? Benutzt habe ich sie zum Einfrieren, in der Mikrowelle, zum Transportieren und Spülmaschine auch noch. Spülmaschinentest. Obwohl die mittelpreisige spülmaschinenfest sein soll, hatte sie sich verformt. Die kam aus der Spülmaschine raus und dann hatte die einen leicht deformierten Deckel. Ach der, so, der ist jetzt... Der wellenförmig jetzt, ja. Ja, okay, der ist so mio. Genau. Ja. Aber entscheidend ist ja, funktioniert der noch? Der geht schon, also passend tut es. Mhm. Das ist nicht das Problem, es sieht halt nicht hübsch aus. Auf Nachfrage erklärt uns der Hersteller... Bei dem Material des Deckels handelt es sich um Polyethylen, was ein sehr weiches und elastisches Material ist. Wenn dies beispielsweise in der Spülmaschine eingeklemmt ist, kann es bei höheren Temperaturen zu Verformungen kommen. In der Regel hat dies allerdings keinen Einfluss auf die Funktion. Kleiner Tipp: Um den Deckel wieder in Form zu bringen, direkt nach dem Spülgang herausnehmen, dann ist er noch warm. Auf die Dose drücken und abkühlen lassen. So bekommt der Deckel seine alte Form zurück. Und wie hat die günstige Dose abgeschnitten? Ich finde dieses Vier-Seiten-System irgendwie unpraktisch. Man muss auch ein bisschen rumfummeln, bis man das dann hier endlich mal zu hat. Okay, die ist damit schon mal aus dem Rennen. Wie zufrieden warst du mit der teuersten im Alltag? Also, weil sie ja die teuerste ist, dachte ich mir, ja. Aber ich muss schon sagen, ich mag die Stabilität. Man sieht rein, ne? Hat auch hier innen mehrere solche Schichten, um dicht zu halten. Für welche hast du dich entschieden? Ja, die hier. Hast du, ne? Ja, schon auch, weil sie optisch und auch hier mit dieser Glassicht einfach, finde ich die einfach toll. Also du wärst bereit, doch deutlich mehr Geld auszugeben. Ja. Du hattest dir ein Budget gesetzt. Ja. Du wolltest ausgeben, nicht mehr als... 400, nicht mehr wie 400. Und bist gelandet bei? Es waren, glaube ich, 367. 367? Ja. Du bist ja drunter geblieben. Das meiste ging einfach in die Neugestaltung der Ecke. Mhm. Und der kleinere Anteil ging wirklich ins Ordnungssystem. Das kann man schon machen, ja. Die Ordnungshelfer wie Gewürzregal oder Küchenrollenhalter haben zusammen knapp 67 Euro gekostet. Die Aufbewahrungsbehälter rund 90 Euro. Und die Neugestaltung der Küchenecke 210. Alles zusammen kostete die Umgestaltung der Küche 367 Euro. Also ich muss schon sagen, ich bin wirklich beeindruckt, mit welch überschaubarem Budget man doch einen riesen Fortschritt in der Küche erzielen kann. Ich glaube, die wenigsten von uns haben zu viel Platz in der Küche. Die meisten haben ja ein Stauraumproblem. Und da kann man mit guten Ordnungssystemen wirklich viel zusätzlichen Platz schaffen. Und man hat auch mehr Struktur in der Küche. Und das Beste, die Ordnung lässt sich auch viel besser halten. Und zwar von allen im Haushalt. Und wenn ihr jetzt noch mehr Videos von uns sehen möchtet, schaut doch mal hier.
Und zur ganzen Sendung geht es da.